Was geht ab, Schoko-Freunde? Willkommen zu einem neuen Minecraft Skywars Video. Heute testen wir was ganz Besonderes und zwar wird gleich jeder Spieler in der Runde den heftigsten Jump Boost haben, ja? Und zwar gibt es ja jetzt in Skywars, ich weiß nicht wie lange schon, vielleicht seit ein paar Wochen oder so, in privaten Runden kann man die Physik einstellen und wir können hier zum Beispiel sagen, yo, wo ist es? Sprungkraft und wir machen Sprungkraft 3. Und das Ganze sieht dann so aus, wenn wir springen. Und so wird dann jeder einzelne Spieler durchgehend springen. Also das wird die durchgehende Sprungkraft in der ganzen Runde sein. Wir spielen auf der Map Factory, da passen ungefähr 100 Spieler drauf. Und ich bin sehr gespannt, wie es wird. Wenn ihr auch darauf gehypt seid, lasst auf jeden Fall gerne schon mal ein Like da. Und noch gerne ein kostenloses Abo. Wir stehen kurz vor den 34.000 Abonnenten. Ich glaube, es fehlen noch 10 Stück oder so. Und ich hänge seit gefühlten 10 Jahren auf 33.000 herum. Also wäre sehr cool, wenn ihr ein Abo da lassen könntet, damit wir das vielleicht noch dieses Jahr schaffen. Aber naja, wir fangen auf jeden Fall sofort an. By the way, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, ob wir sowas nochmal machen wollen und wenn ja, was? Weil man kann ja den Rückstoß einstellen, den Fallschaden, den Explosionsschaden, die Abbaugeschwindigkeit, die Sprungkraft, was wir auch heute machen, die normale Geschwindigkeit, die Herzen und den Schwertschaden. Also zum Beispiel können wir auch, bam, das hier machen. Speed 4. Das sieht aber komplett kacke gerade aus. Aber wo stelle ich das um? Da, was war normal? 2, glaube ich. Okay, wir machen Join Me und dann legen wir auch schon sofort los. Ich hoffe, dass schön viele Leute reinjoinen, dass wir so schön, ja, auf die 100 Spieler kommen. Ein paar Leute liefen auf jeden Fall schon mal direkt auch, nachdem sie die Sprungkraft gesehen haben. Sieht so dumm aus. Gut, die Runde geht auch schon los. Ich spiele zu spät Minecraft, glaube ich. Es ist der 25. Ja, das heißt, frohe Weihnachten, Leute. Frohe Weihnachten. Und ja, es ist 21 Uhr. Bettzeit auf jeden Fall. Oder Leute im Unternehmen, was mit ihrer Familie? Ich nicht am 25. Ich spiele Minecraft auf jeden Fall. Und wir sind 25 Spieler geworden. Ich glaube, wir waren 26 am Anfang. Das kann doch nicht sein. Das ist halt nichts. Hier passen 96 Leute drauf. Und wir sind einfach, ja, 24 jetzt nur noch. Das kann auf jeden Fall was werden, Freunde. Ich würde auf jeden Fall ganz gerne testen. Schaffe ich es, hier rüber zu springen? Ich glaube nicht. Nee. Nee, schade. War aber relativ knapp. Ich musste es einmal versuchen, Freunde. Es war ein Versuch wert. Habe ich gerade Fallschaden kassiert? Kassiere ich Fallschaden davon? Yo, okay, das ist ein bisschen sad. Vor allem, wie baue ich mich denn jetzt hier rüber? Warte, so einfach. Zack, zack, zack. Es ist richtig. Oh mein Gott, es ist, ich bin so paranoid. Es kann jederzeit jemand auf meinen Weg jetzt draufspringen und mich killen. Weil ich kann jetzt auch hier rüber springen. So, dann kann ich hier rüber gehen und ihn eventuell runterkicken. Bam, da ist der zum Beispiel schon mal down. Und da vorne ist auch ein Gegner. Den kann ich vielleicht stompen oder in der Luft schlagen. Alter, wo ist der hin? Ah, Junge. Es ist so verwirrend. Okay, warte, vielleicht. Ah, warte, wenn ich jetzt springe. Ey, ich will ihn einen Hit in der Luft geben. Da, ich habe ihn getroffen, glaube ich. Okay, jetzt haut er ab. Ah, er pölt sich weg. Okay, okay, okay. Ja, die kam sogar an. Dann lassen wir ihn erstmal noch am Leben, würde ich sagen, und holen uns ein paar Diamanten, damit ich eventuell noch eine Dia-Hose kriege. Ich meine, es ist ja relativ simpel, weil ich kann jetzt einfach von Insel zu Insel springen. Zack, gehen wir einfach hier rüber. Dann gehe ich am besten hier drauf, dass ich keinen Fallschaden kassiere. Easy. Dann machen wir uns eine schöne Dia-Hose und auch einen schönen Dia-Helm. Und dann sind wir einfach full Dia, Leute. Nebenbei kann ich auch nochmal von Insel zu Insel springen und mir einfach den Loot mitnehmen. Weil ich hätte ganz gerne einfach noch so eine Enderperle, nur so zum Saven. Dann würde ich nämlich jetzt eine Waste, um auch in die Mitte zu gehen und vielleicht den anderen Typen noch zu killen. Aber ich finde gerade nirgendwo eine. Aber ich habe auf jeden Fall einen Wassereimer. Das ist ganz gut gegen den Fallschaden, weil jetzt kann ich einfach mal das hier machen. Oh, okay, da ist der Enderperle. Dann würde ich sagen, warte, wie mache ich das am smartesten? Warte, ich gehe hier drauf. Dann werde ich von hier aus springen und dann die Enderperle schmeißen. Weil ich schmeiße ganz gerne mal Enderperlen daneben, aber so kann ich die nicht daneben schmeißen. So, jetzt muss ich nur... Ah, wie mache ich das jetzt am smartesten? Zack, so, dann hört er mich vielleicht... Wo ist er hin? Ah, da vorne! So, Kollege, moin. Oh, Junge, es ist so blöd, jetzt irgendwie da hinzukommen. Aber wenn ich so mache, sieht er mich vielleicht nicht. Hi, alles klar bei dir? Hast du Bock? Das hat keiner gesehen. Ich lebe noch. Ich hätte mich einfach in Cobweb setzen sollen oder... Ich okay, ich habe ihn bekommen. War natürlich so geplant, meine ich. Also Leute, ich wusste von Anfang an, dass das so ausgehen wird. Und dass ich ihn auch runterkicke und ich habe mich nur selber dafür geopfert. So wird es definitiv gewesen sein. Ich bin richtig paranoid beim Bridgen jetzt, weil es kann halt von überall jemand kommen. Es reicht nicht, wenn man nach links und rechts guckt. Man muss auch nach oben gucken, weil es kann die ganze Zeit einfach jemand im Himmel sein. Ich habe mir jetzt auf jeden Fall mal einen Kompass gesaved. Es leben noch 3 andere Spieler. Ich werde jetzt einfach die ganze Zeit hier so im Kreis springen, bis ich Spieler finde, Leute. Der Kompass zeigt dahin. Hier muss irgendwo jemand sein. Ich bin ein bisschen nervös. Was glaubt ihr, schaffe ich den Sprung hier? Ah, doch. Doch, oder? Oh, okay. Okay. Hat geklappt. Ich dachte, der wäre easy, um ehrlich zu sein. Ich dachte erst so, ja, Ryan, da musst du dich nervös sein. Das ist doch so ein einfacher Sprung. Natürlich schaffst du den, aber es war knapper als erwartet. Aber schafft man den hier? Weil der sieht auch easy aus eigentlich. Doch, der geht auf jeden Fall easy, klar. Ah, und da vorne haben wir auch schon den nächsten Gegner. Oh, das ist auch knapper als erwartet. So, zack, moin. Alles klar bei dir? Wie killen wir den jetzt am smartesten? Oh, der ist auch klug. Der hat auf jeden Fall auch... Oh, oh.
Der macht das auf jeden Fall auch mit dem Wasser, Leute. Er ist hier kritisch auf jeden Fall. Warte mal, zack, bam. Da haben wir ihm schon mal einen Free-Hit gegeben auf jeden Fall. Ich hätte sein Wasser wegmachen sollen, aber ich habe gar keine Blöcke ausgewählt. Warte mal. Kann ich da irgendwie hin und seine Blöcke wenigstens wegmachen? Wo ist der Typ? Da hinter mir. Perfekt. Oh, ich habe keine Lava mehr. Ich hatte vorhin die ganze Zeit Lava ausgewählt, aber habe ich jetzt weggepackt. Ich wette, er soupt. Er heißt einfach schon Mushroom. Also der wird doch zu 100% soupen, oder nicht? Ich sollte vielleicht mehr springen in den Fights. Zack. Dann gehen wir einfach mal hier drauf ganz kurz. Nehmen noch einen Heiltrank. So. Gehen dann hier hoch. Snacken einen Goldapfel. Einfach der längste Fight der Welt wird das. Nehmen den Lava-Eimer. Zack. Oh. Moin. Und bam. Ich habe zwar Fallschaden kassiert, aber wir haben ihm dafür, glaube ich, einen Hit mehr gegeben. Und ich habe ihn in Lava gesetzt. So, zack, zack. Aber der wird eh Wasser noch ausgewählt haben, oder? Ja. Ah, ich habe keine... Wieso habe ich keine Blöcke mehr ausgewählt? Ich kann auch immer... Nein, so gut sein Wasser wegmachen. Aber so wird das nichts. So, zack. Moin, alles klar bei dir? Ah, ich habe Fallschaden kassiert. Spring weg, Ryan, spring weg. Meine Lava... Meine Lava ist hier oben noch. Die nehme ich mal ganz kurz mit, würde ich sagen. Oh, er ist schon hinter mir. Ey, die Fights ziehen sich halt so, oder können sich so halt auch mega in die Länge ziehen. Ich weiß noch nicht, ob ich es gut oder schlecht finde. Weil ich... Oh, wie ist das passiert? Meine Lava ist weg. Ich wollte gerade sagen, weil die war doch eigentlich wieder in meinem Eimer drin. Ihr kennt wahrscheinlich den guten Gommebug, oder? Ihr placed Lava, sammelt die wieder auf. Aber die ist nicht mehr, ja. Euer Lava-Eimer zeigt Lava an. Aber da ist gar keine Lava mehr drin. So, einen Heiltrank hatte ich auf jeden Fall noch. Oh. Das hat er nicht schlecht gemacht. Der hat mir einen Hit in der Luft gegeben. Ich glaube, der wird mich leider killen, Leute, um ehrlich zu sein. Ich würde ganz gerne noch einen Goldapfel snacken. Zack. Kennt ihr ihn? Oh, ich muss den Hit in der Luft geben, Leute. Bam. Wir haben uns beide eingegeben. Oh. Komm schon. Der längste Fight der Welt. Nein. Nein. Als ob ich jetzt einfach runtergekickt wurde. Da habe ich gar nicht mit gerechnet. Ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch. Oh mein Gott. Das war wirklich, da habe ich einfach gar nicht mit gerechnet. Weil man so hoch springt die ganze Zeit, hätte ich nicht gedacht, dass runterfallen überhaupt eine Option ist, um ehrlich zu sein. Gib mir mein Wasser wieder, dankeschön. Zack. Hä? Ist er jetzt low? Niemals, oder? Was macht er da? Hä? Ich bin komplett verwirrt gerade. Habe ich irgendwas? Ne, ich habe nichts Gutes. Ich bin gerade komplett verwirrt. Also was war denn jetzt seine Mission damit? Oh, ich bin fast down. Oh nein, warum bin ich gesprungen? Jetzt kann er einen Goldapfel snacken. Und ich habe gar keine HP mehr. Aber egal, YOLO. Okay, ich sollte abhauen eigentlich. Ah, gehe ich weg? Er snackt noch einen Goldapfel. Ich glaube, ich muss Rückzug machen, Leute. Rückzug! Ich bin relativ down jetzt. Wie ist das passiert? Ich hätte ihn da eigentlich killen müssen, so wie er im Cobweb drin war. Ist hier irgendwo... Ich habe Heiltränke gefunden. Zack, zack. Dann auch noch einen Goldapfel. Kriege ich in der Luft gesnackt? Ja. Bam, bam. Okay, dann können wir jetzt weitermachen. Zack. Nein, lass mich sein. Ah, ich wollte sein Wasser noch wegmachen. Komm schon. Ey, es ist wirklich... Ich weiß gar nicht mehr, was ich kommentieren soll. Was ist denn das für ein langer Kampf hier? Oh. Ist er wieder low wohl? Nee, oder? Ich glaube, der wollte mich nur in den Cobweb unbedingt setzen. Dann geh du mal schön in dein eigenes Cobweb. Ich habe keine Eier mehr ausgewählt. Alles klar. Ich glaube, er ist hochgesprungen. Aber ich würde ganz gerne noch hier die Kisten looten. Warum hat er die nicht alle gelootet überhaupt? Hier ist ja noch so guter Stuff teilweise drin. Das ist ja insane. Einfach noch so viele Goldäpfel bekommen hier. Oh oh. Ist hier noch irgendwo was Geiles drin? Nee. Ich glaube, das war es leider mit dem guten Stuff. Mich würde echt interessieren, wie viel HP er noch hat. Weil ich bin jetzt auf jeden Fall ultra low. Und er scheint aber auch wieder low zu sein, oder? Der ist zumindest wieder ein Stück weggegangen. Oh, und jetzt habe ich Lags. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Warte mal. Zack, ich werde mal die Enderperle dafür wasten. Mit der Hoffnung, dass hier... Okay. Ich hatte die Hoffnung, dass da irgendwie guter Stuff auf einmal drin ist, mit dem ich mich wieder healen kann. Ich glaube, er macht genau das gleiche gerade, oder? Ich glaube, er durchsucht auch die Kisten. Ah, das ist nicht gut. Wehe, der hat jetzt Glück und da ist Healing Stuff drin. Aber ich wette bei meinem Pech schon. Ich wette, der hat Healing Stuff bekommen und ich jetzt halt nicht. Mal gucken. Er jumpt auf jeden Fall wieder in meine Richtung. Er fühlt sich wieder sehr, sehr confident auf jeden Fall. Ich will mir ganz gerne noch die Chester an... Ah, wobei, da hat sich jemand hingebaut. Da wird eh nichts Gutes drin sein. Hm. Oh, er hat Fallschaden kassiert. Zack, zack. Ich habe hier auch Low Ground. Das ist eigentlich auch ganz gut, glaube ich. Komm schon. Warte, jetzt. Bam. Oh, nein. Ich habe ihm einen Hit gegeben in der Luft. Komm schon. Ja. Flieg runter. Oh, mein Gott. Habe ich ihn bekommen? Endlich. Ey, der längste Fight der Welt. Wir haben ihn gewonnen. Es gibt noch ein anderer Gegner. Das Problem ist, ich habe wirklich nichts mehr. Ich habe meinen ganzen Healing-Stuff oder so und alles verschwendet. Also was... Oh, und jetzt kommt der. Wo war der Typ die ganze Zeit?
Och nee, ey. Hat er die ganze gecampt, um jetzt wegzusnacken oder was? Ich glaube leider schon, um ehrlich zu sein. Oh nee. Warte, ich komme doch von hier bestimmt auf mal. Okay, oh mein Gott. Ich dachte kurz, ich schaffe den Sprung nicht. Ich frage mich, ob er sich den traut. Ich hoffe nicht. Ah, Junge, was mache ich? Gib mir mein Wasser wieder. So, oh, Goldapfel snacken. Vielleicht kriege ich ihn einfach runtergekickt, das wäre perfekt. Zack, komm schon. Bam, ah, das geht so natürlich nicht. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Aber sollte ich jetzt nicht. Bam, bam. Ihn irgendwie ein paar Free-Hits geben können. Warte, oh, jetzt. Jetzt kann ich ihn runterkicken. Komm schon. Ich glaube, wir haben die Runde gewonnen. Ich dachte, ich verliere das jetzt noch, weil ich kein Healing-Stuff mehr hatte. Das war wirklich richtig, richtig intens. Ich wollte eigentlich so eine Joke-Troll-Runde machen, aber das wurde dann irgendwie verschwitzter und oh mein Gott, wenn der Tanz laggt bei mir alles. Es wurde verschwitzter und anstrengender als alles andere, aber es hat auf jeden Fall Bock gemacht. GG, Boys. And Girls natürlich. Das war's auf jeden Fall. Schreibt, wie gesagt, gerne in die Kommentare, was wir davon als nächstes machen sollen. Man kann, wie gesagt, auch sowas einstellen wie, dass die Leute mehr Knockback bekommen, mehr Rückstoß oder auch weniger Rückstoß, kann man, glaube ich, auch einstellen. Den Fallschaden ging, glaube ich, auch. Ich habe es ja vorhin gezeigt. Da könnt ihr euch einfach was Cooles raussuchen und dann können wir das auf jeden Fall nochmal machen. Ja, wenn es euch gefallen hat, Freunde, gerne ein Like da lassen und ein kostenloses Abo. Wie gesagt, wir stehen kurz vor den 34.000. Wäre wirklich richtig nice, wenn wir das dieses Jahr noch schaffen. Und ich würde sagen, schaut gerne auch mal bei den beiden Videos vorbei. Da zum Beispiel findet ihr das letzte Skywars-Video. Also gönnt's euch. Oder das da. Das ist bestimmt auch ein cooles Video. Ja, oder hier. Worauf wartet ihr? Cool.